Von hier kommt jetzt ein Talk, auf den ich mich auch schon sehr gefreut habe, und zwar Arne Vogelgesang mit This is not a game. Das wird auf jeden Fall sehr interessant und spannend, und es gibt danach im Anschluss noch ein Q&A. Ihr könnt eure Fragen gerne bei Twitter schicken mit dem Hashtag RC3-1 oder dem Hashtag RC3-Restrealität. Ihr könnt es auch im IRC schicken. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Fragen, und dann geht es jetzt auch einfach direkt schon los. Viel Spaß! Ja, dann sage ich auch mal Hallo. Hallo. Mein Körper ist hier auf der Bühne der Restrealität, mein Hirn hat letzte Nacht nicht geschlafen, ist irgendwo im Limbo, und ich hoffe, es ist irgendjemand da, weil ich habe keine Ahnung, ich rede ja hier quasi ins Leere rein. Weil ich nicht geschlafen habe und dieser Talk hier Alpha-Version ist und noch nicht fertig debuggt ist, habe ich überlegt, ich mache eine echte Remote Experience und habe ihn zur Entlastung meines schläfrigen Hirnes aufgezeichnet. Ich spiele jetzt einfach den Talk, den ich aufgezeichnet habe, mir selber vor, spreche ihn hier live wieder nach. Das ist eine super Mischerfahrung für uns alle, wenn ich meine Slides jetzt nachsynchronisiere. Und naja, Slides ist vielleicht ein bisschen nett gesagt, es wird ein bisschen wild stellenweise auf der Bildebene. Ich hoffe, dass das für alle, die nicht sehen können oder schlecht sehen können, trotzdem noch nett ist. Also auch die Tonspur ganz gut ist, so ein bisschen märchenmäßig. Für alle anderen, die sehen können, es ist zu viel, es sind zu viele Screenshots drin. Also ihr könnt die nicht alle lesen. Seid nicht sauer, wenn ihr es nicht könnt. Das ist eher so zum später mal nachschlagen. Das ist quasi die Fußnoten auf der Bildebene. So, was gibt's jetzt? Es gibt keine krassen Enthüllungen oder sowas. Ich fasse einfach ein bisschen Forschungsstand zusammen zu dem Thema, was in der Ankündigung stand. Ich habe ein paar Links, falls es irgendjemanden interessiert, zusammengesammelt und in den Pastebin gehauen. Das sind nicht viele, weil ich notorisch schlecht bin, da drin irgendwie Links zu sammeln. Aber falls ihr mal weit guckt, dann findet ihr dort ein paar Links irgendwohin ins Internet zu den obskuren Themen, die jetzt kommen. Was ich hier mache, ist keine Wissenschaft. Ich erzähle eine Geschichte. Wie alle, die über den Zustand der Welt berichten, auf irgendeine Art und Weise. Und um das Spiel mit solchen Geschichten geht es auch in diesem Talk jetzt. Das heißt, wenn ich manchmal so ein bisschen märchenmäßig klinge, dann auch, weil das Thema hier ist. Das ist der Ablauf für diesen Talk, den ich mir gemacht habe. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, ihn zu digitalisieren. Ich musste auch leider ein bisschen was wegkürzen, um in der Zeit zu bleiben. Ich habe auch vergessen, das Bild auf Landscape zu drehen, bevor ich gezeichnet habe. Deswegen muss das jetzt hier hochkant, sorry. Also da unten geht's los. Und das ist dann ungefähr der Weg, den wir zurücklegen, und irgendwo da oben kommen wir dann raus, und das Fragezeichen heißt, dass wir mit ein bisschen Glück danach noch eine Fragerunde haben können. Ich habe es leider nicht geschafft, noch eine Minimap zu machen, obwohl ich das sehr gerne gehabt hätte, dass man immer sieht, wie weit wir schon sind und so Erfahrungspunkte macht, vielleicht dann nächstes Jahr. Und ich versuche einen Spagat für unterschiedliches Vorwissen. Wenn ich also was erzähle, was ihr alles wisst, dann seid nicht ärgerlich. Ich versuche irgendwie sowas zu machen zwischen Sendung mit der Maus und Rumnörden. Und ich hoffe, es ist für jeden was dabei ein bisschen. Ist auf jeden Fall auch für alle was zum Aufregen, ist ja auch wichtig dabei. Und drin vor, für all die Hater, ist alles Grütze, was ich sage. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Es sind viel zu viele Politikthemen auf dem Kongress und lösch dich. So, ich würde sagen, wir können jetzt anfangen mit dem Intro-Video und dann geht's richtig los. Mysterium Q. Kein Verstand weiß genau, was sich hinter Q verbirgt, wer oder was es ist. Es ist sicher, hat auf alles eine Antwort und ist überall auf diesem gesamten Planeten präsent. QNs, die wie die Strahlen der Sonne wirken, den Menschen Hoffnung und Zuversicht schenken. John J. Trump, ein erwachtes Wesen, welches in die Schöpfung vertraut, zum höchsten Wohle von allem, was Liebe ist. Nur mit dem Herzen greifbar, wie uns der kleine Prinz schon, kristallklare Intelligenz, die Zahlen und Buchstaben und anders formierte Striche aneinanderreiht, um von uns wahrhaftig erschaut zu werden. Und
diese herzig, wohlig, warme Energie, die Q ausmacht, sowie das Svaraloka und das Sri Yantra, der goldene Schnitt, die brillante Schöpfung selbst. Wir sind das Q, wir sind all das, das ich bin, Schöpfer selbst, in geheilter Weiblichkeit, damit die Liebe und der Frieden sich immer mehr ausdehnen kann auf diesem zauberhaften Planeten, mit dieser Natur und den Wunderwesen, den Menschenkindern, die sich so sehr sehnen nach diesem Frieden, nach dieser Harmonie, nach dieser befriedenden Liebe, die sich wie warme, weiche Flügel der Weltenseele um uns alle schmiegt und sich gleichermaßen aus allen Herzen von innen heraus ausdehnt, ineinander strömend. Das kann Q für uns sein. Wenn wir es uns, dem Verstand und unserem Herzen erlauben, die gemeinsam immer mehr erreichen. Das ist eine kleine internationale Gang, die immer wieder die Menschheit ins Unglück führt. Ihnen gehören die Banken, ihnen gehören die Zentralbanken, ihnen gehören die Konzerne, ihnen gehört die Lebensmittelbranche, ihnen gehören die Supermärkte, ihnen gehören die Zeitungen, die Fernsehsender. Und sie können so viel Propaganda machen, wie sie wollen. Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Wir müssen extremen Widerstand leisten. Es geht mittlerweile gegen die Kinder. Es reicht jetzt, Leute. Wir müssen aufwachen. Wir müssen Widerstand leisten, und zwar richtigen Widerstand. Wir brauchen eine Bürgerwehr. Geht auf Adrenochrom. Bilder. LARP. Live Action Role Playing, Live-Rollenspiel, ist die Rückübertragung von Pen-and-Paper-Rollenspielen in reales Ausagieren von echten Menschen in echten Räumen miteinander. LARPs sind so etwas wie gamifiziertes Improvisationstheater. Menschen treffen sich für einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel ein Wochenende, um in einer fiktiven Welt, zum Beispiel einem Kongress, nach bestimmten Regeln miteinander umzugehen, zu spielen. Hacker zu spielen zum Beispiel. Live-Rollenspiele sind ein Hobby, das einen eigenen kleinen Markt und eine reiche und vielfältige Szene ausgebildet hat, mit Dutzenden von verschiedenen Welten und Spielsystemen. Ein echtes LARP hat neben einer Spielwelt auch einen Plot, fiktive Charaktere und einen klaren, geteilten Rahmen von Zeit und Ort und Regeln, sowie für den Ablauf verantwortliche SpielleiterInnen. Nicht zwangsläufig immer alles davon, aber doch immer genug, um es als ein verabredetes Spiel erkennbar zu machen, um zu wissen, wo das Spiel beginnt und wo es aufhört. Formen des Rollenspiels sind aber natürlich jenseits von LARPs und Tabletops und Pen and Papers auch weit verbreitet in pseudonymen und anonymen Foren und Chats im World Wide Web. Wer dort behauptet, jemand zu sein, spielt zwangsläufig, sei es sich selbst oder jemand anderen. Und das Gegenüber spielt mit oder auch nicht. In dieser digitalen Uneigentlichkeit hat das Wort LARP in den letzten Jahren eine erstaunliche Karriere hingelegt. Vom abschätzigen Spottwort zum quasi analytischen Begriff und einer sozialen Praxis. Ein Online-Verhältnis wird dann zum LARP, wenn eine Partei Rollen spielt, dies aber nicht erkennbar macht und andere Userinnen durch Interaktion diese Fiktion validieren, also in das Spiel einsteigen. Entweder, weil sie die Behauptung tatsächlich glauben
oder weil sie einfach Lust haben mitzuspielen und so zumindest temporär eine Wirklichkeit zu erschaffen, gemeinsam so zu tun, als ob. Niemand labt für sich allein. Auf anonymen Imageboards hat diese Form des Rollenspiels Tradition als ein soziales Unterhaltungsformat und ist eine Möglichkeit, den kollektiven Bezug zur politischen Realität zu gestalten. So kündigte im Juni 2016 ein User auf dem Imageboard 4chan an, als FBI-Mitarbeiter alle Fragen der übrigen Anons wahrheitsgemäß zu beantworten. Ein Ask Me Anything. FBI-Anon schrieb über die total korrupte Regierung der USA, über strategische Spiele, die angebliche Verstrickung der Clintons in Menschenhandel und Kindesmissbrauch und davon, wie ein Rätselspiel namens Cicada benutzt würde, um eine Simulation der gesamten Welt zu erstellen. Perceptions shape reality, sagte FBI-Anon. Wahrnehmung formt Realität. Es war der Sommer vor der Präsidentschaftswahl in den USA und die User des Politikboards Poll of 4chan waren hungrig auf schmutzige Geschichten über die politische Gegnerin Trumps. Unter den Millionen von Usern, die 4chan frequentieren und täglich Hunderttausende von Posts verfassen, treiben sich natürlich weder alle auf dem Politikboard herum, noch sind alle von ihnen Nazis oder Teil der Alt-Right oder sowas. Letztere hatte aber seit einigen Jahren mehr als einen Fuß auf dem Boden des aktivsten 4chan-Bretts Poll und so löcherte man dort FBI-Anon mit Fragen zur Bestätigung der eigenen Ansichten. Das LARP war ein großer Erfolg und FBI-Anon kehrte deswegen im gleichen Jahr noch mehrere Male zurück nach Poll, um Fragen zu beantworten. Die Figur ging sozusagen in Serie. Weitere Insider-Anons folgten, ein CIA-Azubi, irgendjemand von Blackwater, irgendjemand von der Polizei, irgendjemand vom Geiselrettungsteam, irgendjemand mit Zugriff auf Hotelüberwachungskameras, irgendjemand aus dem Weißen Haus, irgendjemand aus irgendwelchen oberen Rängen irgendwo, irgendjemand mit einem großen Penis und immer wieder gelegentliche besserwissende Irgendwers von irgendwo, die der auf politisches Entertainment hungrigen Menge angeblicher Fußsoldaten Donald Trumps Durchhalteparolen zuriefen. Und enjoy the show. We are winning. Das politische Entertainment LARP war ein signifikanter Teil der Contentproduktion auf 4chan und anderen Imageboards geworden und hatte dabei die Praktiken Leaken und Whistleblowen als Spielformen integriert. Was vom FBI-Anon LARP 2016 im kollektiven Gedächtnis von Poll am deutlichsten hängen blieb, war das nicht neue, aber prägnant aktualisierte Raunen von sexuellem Kinderhandel der Eliten, das im ständigen antisemitischen Grundrauschen von Poll eine willkommene Möglichkeit war, alte antijüdische Ritualmordlegenden zu aktualisieren. Und noch etwas blieb von FBI-Anon im Gedächtnis, nämlich ein Versprechen. Im Oktober würden neue Leaks folgen. Und das taten sie. Der labende FBI-Anon postete seinen ersten Thread auf 4chan 2016 an just dem Tag, an dem im realen FBI Hillary Clinton zu ihrer Nutzung eines privaten E-Mail-Servers in ihrer Funktion als Verteidigungsministerin befragt wurde. 3 Tage später rügte FBI-Direktor James Comey Hillary Clinton öffentlich dafür, erklärte aber, für weitere Ermittlungen gegen sie keine Indizien zu haben, vermutlich auch, um zu verhindern, dass der Geheimdienst in den Wahlkampf hineingezogen werden würde. Nun, das schlug fehl. Am 28. Oktober, 11 Tage vor der Präsidentschaftswahl, kündete Comey die Wiederaufnahme der Ermittlungen gegen Hillary Clinton an. Denn auf dem beschlagnahmten Laptop des Demokraten Anthony Weiner, der wegen Sexting mit einem minderjährigen Mädchen beschuldigt wurde, waren E-Mails vom Server der Clintons aufgetaucht. Diese Ankündigung von Comey bescherte Donald Trump möglicherweise die Präsidentschaft.
Sie war aber nur der letzte Baustein eines äußerst schmutzigen Wahlkampfs. Anfang Oktober hatten sich Anschuldigungen gegen Donald Trump gehäuft wegen sexueller Gewalt. Die Grab Them by the Pussy-Aufzeichnung wurde veröffentlicht. Eine Anklage gegen Trump und Jeffrey Epstein wegen Vergewaltigung einer 13-Jährigen war eingegangen. Es sah nicht gut aus für den Kandidaten der Republikanischen Partei. Trump spielte die Angriffe auf seine Person wie üblich und soweit es möglich war als Anschuldigungen gegen Hillary und vor allem Bill Clinton zurück, der ebenfalls der Vergewaltigung beschuldigt worden war und der auch Beziehungen zu Epstein unterhalten hatte. Doch es gab noch eine weitere Möglichkeit zum Gegenangriff. Am 7.10., eine halbe Stunde nach der Veröffentlichung des Grab Them by the Pussy Tapes, begann WikiLeaks mit der schrittweisen Publikation tausender gehackter E-Mails des demokratischen Lobbyisten John Podesta. Ein von der Rechten in den USA fiebernd erwartetes Ereignis. Jede neue Tranche veröffentlichter E-Mails wurde sofort genauestens untersucht und durchwühlt nach Hinweisen, die sich für Angriffe gegen Clinton nutzen lassen könnten. Am wirkmächtigsten dabei erwiesen sich weniger die faktischen Aufschlüsse über Lobbyismus, mit denen WikiLeaks die Publikation der E-Mails legitimiert hatte, sondern ihre Verarbeitung zu jener Verschwörungsgruselgeschichte, die FBI Anon bereits vorgezeichnet hatte. Fünf Tage vor der Präsidentschaftswahl am 3.11.2016 veröffentlichte WikiLeaks eine neue Tranche der Podesta-Mails und in kürzester Zeit grub ein Anon aus der Masse der Nachrichten eine Einladung von Marina Abramović an John Podesta aus. John Podestas Bruder Tony sammelte Kunst und hatte Geld gespendet für Abramovics nie gebautes Kunstinstitut für Performancekunst. Als Gegenleistung lud Abramović ihn, seinen Bruder und andere Großspender 2015 zu einem Abendessen ein mit dem Titel Spirit Cooking. Letztlich sollten bei diesem Essen einfach nur Suppen gekocht werden, aber jemand grub eine alte Schweineblut-Performance von Abramović mit dem gleichen Titel auf YouTube aus und 4chan rief Hashtag Spirit Cooking trendete einen Tag später auf mit 1 Million Tweets auf Twitter. WikiLeaks sorgte für Hitze mit Beiträgen. Reichweitenstarke Influencer machten Beiträge über satanische Rituale in der Demokratischen Partei, alles 3 Tage vor der Wahl. Auch damit nicht genug. Ab dem 3.11. kehrte auch der Anfang Oktober auf 4chan zuerst getestete, aber von der Community damals noch nicht angenommene Begriff Pizzagate zurück und trat in den kommenden Tagen einen Siegeszug an. Erste Pizza-Fantasien hatten sich entzündet an einer Mail von 2009 in dem Podesta-Konvolut, in der der Freikauf zweier Journalistinnen aus Nordkorea mit einem Foto gefeiert wurde, das beide beim Pizzaessen mit der Tochter einer der beiden zeigte. Ein Teil der NutzerInnen auf 4chan beschloss nun, an ein eigenes Meme zu glauben. Bilder von Pizza waren seit Jahren Teil eines Spiels auf den Ruf nach kinderpornografischem Material in unmoderierten Bordseiten mit Bildern zu antworten, deren Inhalte die gleichen Initialen wie CP hatten. Captain Picard, Clown Pigs, Cheese Pizza. It's wrong, isn't it? But it feels so right. Then it's a deal? Yes, we eat our pizza the wrong way. Nimmt man dazu die Tatsache, dass auch Demokraten gerne Pizza essen und Cheesecake ein Wort für erotische Frauenfotografie im 20. Jahrhundert war? Ja. Perception shapes reality. Die Geschichte war fertig. Mit geschulter Fantasie und einem kräftigen Schuss Projektion wurde in der Folge auf 4chan ein ganzes fiktives Geheimvokabular geschöpft, das die Podesta-E-Mails als gigantischen Beweis für jene globale Verschwörung zu lesen erlaubte, an der schon seit Jahren auf Conspiracy Boards und Foren gebastelt worden war. Einen Tag nach der Wiederaufnahme des Wortes Pizzagate auf 4chan landete der Begriff als Infografik auf Reddit. Diese Grafik ging viral und dann Richtung Twitter, wo Hashtag Spirit Cooking schon wartete. Dort köchelte der Hashtag Pizzagate für einen Monat, begleitet von einer stetig wachsenden Zahl von Drohungen gegen die bei Liberalen beliebte Washingtoner Pizzeria Comet Ping Pong, die zum Zentrum der vermeintlichen Verschwörung erklärt worden war. Und
1,4 Millionen Tweets und genau einen Monat später stürmte ein Mann mit einem Sturmgewehr in die Pizzeria auf der Suche nach jenem unterirdischen Verlies, in dem die angeblich entführten und versklavten Kinder gefangen gehalten wurden. Es gab kein Verlies, nicht einmal einen Keller. Niemand starb, obwohl 3 Schüsse abgegeben wurden. Aber Donald Trump war inzwischen zum reichsten Präsidenten der USA gewählt worden und die Alt-Right hatte auf dem Fundament von Leaks und erbitterter politischer Polarisierung einen real wirkungsvollen Verschwörungsmythos entworfen. Pizzagate. Von 4chan bis zum Sturmgewehr sozusagen. Pizzagate lehrte Trumps UnterstützerInnen vor allem eines: Mit den richtigen Fragmenten von Realität versorgt, kann eine engagierte Recherche-Community aus einigen Fakten, vielen Fiktionen und einem klaren Ziel eine Thriller-Geschichte konstruieren, die in kurzer Zeit die politische Wirklichkeit beeinflussen kann. Stories shape reality. Diese Erkenntnis war nicht neu, aber die Arbeit der Alt-Right für Donald Trump und an Pizzagate brachte den Beteiligten ein neues Gefühl dafür, welches Potenzial politisches Crowdsourcing im Netz in Zukunft entfalten könnte. Man musste nur lernen, die Topologie zu bespielen. Exkurs. Stand Ende 2020, schon seit einigen Jahren, besteht die soziale Praxis der meisten Menschen im Netz, mir zum Beispiel auch, aus 2 wesentlichen Handlungen. Recherchieren und weitersagen. Copy und Share. Get und Post. Wurde Flanieren im Netz früher als ein Surfen auf dem virtuellen Datenstrom metaphorisiert, beschäftigen wir uns heute entweder mit dem Scrollen und Refreshen unserer sozialen Apps, der selbstreferenziellen Dauerschleife des digitalen Miteinanders, oder immer wieder mit Immersion in Teilwirklichkeiten, mit dem Sturz ins Kaninchenloch, dem sich Verlieren in den sogenannten seltsamen Ecken des Internets. Das Kaninchenloch, das Rabbit Hole, ist bekannt aus Lewis Carrolls Alice im Wunderland. Dort war es der Startpunkt einer wundersamen Reise in den Untergrund des sozialen Bewusstseins. Ihr wisst das alle, popkulturell einflussreich im Internet wurde dieses Motiv des Kaninchenbaus vor allem durch seine Verarbeitung im Cyberpunk-Film The Matrix von 1999. Die meisten werden davon gehört haben. In Matrix bedeutete für den Protagonisten, dem weißen Kaninchen zu folgen und später die bittere rote Pille der Erkenntnis zu schlucken, den Weg der vermeintlichen Erleuchtung zu beschreiten. Zum Aufwachen in den düsteren, eigentlichen Zustand einer simulierten und maschinell kontrollierten Welt, aus der Erlösung dringend nötig ist, deren Utopie aber gerade mit dem Nehmen der roten Pille zerstört wurde. Im beginnenden 21. Jahrhundert ist der Sturz in das Rabbit Hole kein Kinderspiel mehr, sondern eine allen Internetbewohnenden offenstehende, mindestens verstörende, wenn nicht die eigene Wirklichkeit komplett umkrempelnde, die fundamentale Künstlichkeit der Welt entlarvende Erfahrung. Und diese Erfahrung und ihr Versprechen, durch sie zum Messias werden zu können, kann süchtig machen. Es gibt immer noch mehr Wahrheit, die aus den Stollen der Verschwörungsbergwerke des Netzes geborgen werden und dann zum Energielieferanten werden kann. To the real world. Truther sind die Bergleute des Postfaktischen. Und Q ist das gamifizierte Rabbit Hole. Am 6.10.2010 sagte Donald Trump bei einem Pressefototermin vor einem Abendessen mit hochrangigen Militärs und ihren LebenspartnerInnen, während er ein Zeichen in die Luft malte: Wissen Sie, was das hier darstellt? Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Vielleicht ist das die Ruhe vor dem Sturm. Eine verlässliche Menge an JournalistInnen, bereits geschult darin, kryptische Äußerungen des Präsidenten ebenso wie den täglich wachsenden Korpus von Twitter-Botschaften Trumps auszulegen und in News zu verwandeln, setzte diese Bemerkung prompt in einen Sturm medialer Aufregung um.
Und auf 4chan machte sich parallel dazu die ebenso aufgeregte Menge an Gefolgsleuten Trumps ebenfalls an die Exegese des Rätsels. Was hatte er gemeint? Die überwiegenden Auslegungen waren, neben den üblichen skeptischen und Shitposts, vor allem das textliche Großbuchstaben-Äquivalent zu hochgeworfenen Händen und apokalyptischen Ausrufen über den nahenden Dritten Weltkrieg, Vorfreude auf ethnische Säuberungen aus der faschistischen Fraktion und einige LARPs, die versuchten, den Effekt von Trumps Bemerkung zu nutzen. Dieser Effekt lässt sich mit einem Satz beschreiben. Bald geht's los. Ein filmisches Suspense-Gefühl, das durch tägliche mantrahafte Wiederholungen von Calm before the storm, it's the calm before the storm, am Leben gehalten wurde. Eine Art politisches Lampenfieber, das die nächsten Wochen auf 4chan begleitete. Perception shapes reality, shapes perception, betete die Menge am Altar ihres Gottes Keck. Drei Wochen später, am 28. Oktober 2017, berichteten die Medien, dass die Grand Jury, die eingerichtet worden war, um eine mögliche russische Einflussnahme auf die Wahl von 2016 und Verbindungen zum Trumpschen Wahlkampfteam zu untersuchen, eine erste Serie von nicht öffentlichen Anklagen, sogenannten Sealed Indictments, erhoben hatte. Erste Festnahmen wurden bereits für den folgenden Montag angekündigt. News. Auf 4chan entspannen sich zwischen Lefty Pole und Righty Pole, den politischen Fraktionen, ein heftiger Kampf darum, für wen diese geheimen Anklagen bestimmt sein würden. Die Trump-AnhängerInnen, in der Mehrzahl auf dem Board, entwickelten im Zuge dieser Diskussion die Grundlage für einen Mythos. Die eigentlich potenziell gegen den Präsidenten und sein Team gerichtete Untersuchung sei nämlich in Wirklichkeit eine verdeckte Operation, um endlich die korrupten Demokraten zur Rechenschaft zu ziehen. Eine Art LARP auf höchster Ebene der Regierung. Folgerichtig begann auch ein User als Insider-Anon zu larpen und vorauszusagen, Hillary Clinton würde verhaftet werden am Montag. Dies stünde schon fest. Er oder ein anderer User, man kann das ja nie so genau sagen, variierte diese Behauptung und dramatisierte sie mit zusätzlichen vermeintlichen Gewissheiten, um sie überzeugender zu machen. Nun, Überraschung, Hillary Clinton wurde nicht verhaftet, aber der Post mit der falschen Ankündigung ihrer Verhaftung war die Geburt des größten LARPs in der Geschichte der Chance und der Figur Q inmitten des nun vermeintlich beginnenden Sturms. Ton und Melodie waren mit den ersten Posts gesetzt. Und das Spiel begann in diesem Stil. Erst nach zwei Tagen und einem Dutzend weiterer Posts mit verschiedenen Identitäten erschien überhaupt der erste Thread, der als Q Clearance Patriot gekennzeichnet war. Kürzel eines Users mit einer angeblichen Sicherheitsfreigabe des Energieministeriums zur vertraulichen Informationen über Kernkraftanlagen, wofür auch immer das wichtig gewesen wäre. Erst ab dem 2.11. endeten Posts mit einem Q, was in der Folge zur Signatur der Figur QAnon werden sollte. Das war die Findungsphase. In dieser Phase hatte das LARP bereits alle wesentlichen Elemente inkorporiert, die in Folge auf größerer Ebene wirksam werden sollten. Die Idee eines angeblich von wenigen jüdischen Familien kontrollierten tiefen Staates, gegen den Trump ankämpfen würde als einsamer Held, das Versprechen eines spirituellen großen Erwachens zur Wahrheit, christlich-evangelikale Frömmigkeit und den Pizzagate-Mythos angeblicher satanischer Rituale. Und mit ihm auch die Legende von Adrenochrome. Diese Story, dass sich aus dem Blut terrorisierter Kinder mit dem Adrenalinabbauprodukt Adrenochrom eine Verjüngungsdroge gewinnen ließe, mit der die Elite ihr Leben verewige, war ein ganz besonders kurioser Fall. Aus Aldous Huxleys Buch The Doors of Perception
und durch den Film Fear and Loathing in Las Vegas hindurch, war diese Fiktion 2011 in ein Gespräch auf dem 4chan-Board für traditionelle Spiele gelandet, in dem es um Hintergrundgeschichten des Tabletop-Rollenspiels Warhammer ging. Und irrlichterte in den folgenden Jahren zwischen dem Verschwörungsboard X und dem Politically Incorrect Board Pole hin und her, bis sie von Pizzagate einverleibt wurde. Und nun von QAnon. In den 2 Wochen nach dem ersten Q-Post, oder wie LARPerInnen die Beiträge von Q im Geiste der Agentenstory nennen, die zu glauben sie beschlossen haben, in den 2 Wochen nach dem ersten Q-Drop, in diesen 2 Wochen also, entwickelten der oder die unbekannten Postenden von dem, was Q werden sollte, on the fly einen eigenen Stil für ihr LARP. Eine spezifische Mischung aus kryptischen Andeutungen, vermeintlich kodierten Agentenkürzeln und vor allem aus Fragen. Diese Fragen, der angeblich sokratische Stil der Botschaften, erwiesen sich als Erfolgsrezept des ganzen LARPs. Sie animierten die anderen Anons dazu, weiter das zu tun, was sie sowieso schon taten, nämlich zu recherchieren und ihre Rechercheergebnisse miteinander zu teilen. Copy und Share, Get und Post. Aber sie erlaubten es dem Orakel Q, diese Ausflüge in verschwörungsmythische Kaninchenlöcher zu dirigieren und zu zentralisieren. Mit steigender Akzeptanz und Autorität des LARPs wurde so, wer immer die Posts von Q verfasste, zu einer Art Spielleiter für eine politische Wirklichkeit zweiter Ordnung. Dieses gemeinschaftliche Spiel mit der Realität wurde durch eine janusköpfige Botschaft am Laufen gehalten, die sich wiederholte. Erstens, das ist ein Spiel. Zweitens, das ist kein Spiel. All dies zusammen wies darauf hin, dass es sich bei Q um etwas anderes handelte als ein LARP, ein Live-Rollenspiel. Wenn das, was da passierte, überhaupt als Spiel zu beschreiben sein sollte, dann eher als ein Alternate Reality Game. Ein ARC. Ein ARC ist in der Regel eine Kombination aus Rätsel und Story, eingebettet in die reale Welt, eine Art digitalisierte Schnitzeljagd des 21. Jahrhunderts. Bekannt geworden sind Alternate Reality Games als komplexe Werbekampagnen, weil ihre Organisation und Logistik ziemlich aufwendig und deswegen teuer ist und sich bislang nicht viel Geld damit verdienen ließ. Ein Beispiel für das ist das ARC Majestic. Eine 2001 per Guerilla-Marketing beworbene Verschwörungserzählung von Electronic Arts, die die Spielenden per E-Mail, Messenger, Telefon und Fax hineinzog in eine Story über Geheimdienste, UFOs, Chemtrails, per Impfung injizierte Mikrochips und Terrorismus. Aber auch Lonely Girl 15, der meist abonnierte YouTube-Kanal des Jahres 2006, lässt sich als ARC beschreiben. Dieser anfangs ganz normal wirkende persönliche Channel eines Teenagers verwandelte sich von Video zu Video in eine haarsträubende Geschichte über die Entführung junger Mädchen durch einen Kult, der aus ihrem Blut Verjüngungsdrogen für die Kultmitglieder herstellte. Wenn diese beiden Beispielstories seltsam bekannt klingen, dann deswegen, weil sich Verschwörungserzählungen ideal eignen, um alternative Realitäten zu erschaffen. Das ist ja sozusagen ihr Job. Genreprägend für Alternate Reality Games war eine von ihren Fans The Beast getaufte Kampagne für den Steven Spielberg-Film AI von 2001. Eine Kampagne, die sich über Dutzende Webseiten hinweg und mit Hinweisen in Trailern, in Werbeanzeigen, auf Plakaten, in Telefonnachrichten und Ereignissen wie inszenierten Demonstrationen gegen künstliche Intelligenz im öffentlichen Raum abspielte. Am Beispiel von The Beast wurden die genreprägenden Eigenschaften von ARCs durch die ARC-Community kodifiziert. Alternate Reality Games sind typischerweise transmedial. Sie laufen quer durch digitale und analoge Räume und Werkzeuge, verbinden diese miteinander und bewegen die Spielenden durch sie hindurch.
Diese Nutzung verschiedener realer Kommunikationskanäle macht ARX von Grund auf interaktiv. Das Spiel interagiert mit den Lebenswelten der Spielenden und diese interagieren mit der Spielwirklichkeit und schreiben sie teilweise mit. Man könnte sagen, die Realität der Spielenden selbst ist die Plattform, auf der das Spiel stattfindet. Und ARX sind kollaborativ. Fast immer erfordern sie die Zusammenarbeit der einzelnen Spielenden oder erhöhen wenigstens bei Zusammenarbeit erheblich den Spielspaß und erschaffen dadurch oft Communities, die noch lange nach Ende des Spiels weiter existieren und die Spielfiktion fortschreiben. Die leitenden Entwickler von The Beast prägten einige Terminologien und Prinzipien für ihre Arbeit an der Kampagne, die in der Szene in der Folge als so etwas wie Grundlagen für die Entwicklung von ARX angesehen wurden. Die goldenen Regeln sozusagen. Jedes ARX braucht demnach ein Rabbit Hole, einen Einstiegspunkt, an dem man in die Fiktion eintreten kann. Jedes ARX braucht einen oder mehrere Puppet Master. SpielleiterInnen, die die Spielwirklichkeit konstruieren und in Interaktion mit den Spielenden fortschreiben, sich aber gleichzeitig verborgen halten, denn it is not a game. Ein ARX behauptet ständig, kein Spiel zu sein, um seine Immersion aufrechtzuerhalten, die Fiktion von Realität. Diese als TNAC abgekürzte Formel, this is not a game, beschreibt einen wesentlichen Effekt, mehr noch als den ästhetischen Anspruch von Alternate Reality Games. Nämlich die Verschiebung der Wahrnehmung von Wirklichkeit bei den Spielenden, indem Mustererkennung stimuliert wird. Alle Dinge, alle Ereignisse, alle Kommunikationen in meiner Lebenswelt könnten ja letztlich überraschender Teil des Spiels sein, das ich gerade spiele. Oder sie könnten einfach nur real sein. Ich muss aber spielen, um das herauszufinden. Perception shapes reality. Das Spieldesign eines ARX muss deswegen so angelegt sein, dass Spielende nicht in Apophenie abdriften. Das ist das Erkennen von Verbindungen und Bedeutungen, wo eigentlich gar keine sind. Wenn das passiert, dann verfolgen die Spielenden möglicherweise Spuren, die keine sind, und verpassen dabei die tatsächlichen Rätsel. Ein Alternate Reality Game muss also trotz seines Realismus sicherstellen, dass die Spielenden wissen, dass sie spielen und wo das Spiel endet. Es braucht eine klare Grenze zur Realität. Dies nicht nur um des Spielspaßes willen, sondern weil ein ARX sich sonst in ein Instrument verwandeln kann, um diese Grenze zwischen Fiktion und Realität aufzulösen. Das ist nicht nur ein möglicher Grund, weswegen US-Geheimdienste bereits in der letzten Dekade begannen, sich für ARX zu interessieren. Es bringt uns auch zurück zu QAnon, das Spiel, das genau diese Auflösung der Grenze zwischen Realität und Fiktion perfektionierte. Der erste gezielte Versuch, Q aus dem Bilderbrett-Universum ins Internet der Normies zu bringen, war designt wie der Auftakt eines ARX. Ein Set von Fragekarten mit der kanonischen Aufforderung zum Recherchespiel Follow the White Rabbit. Das Ganze spielte natürlich auf Twitter, Donald Trumps Hauptwirkungsstätte, und wurde angestoßen von einem neu eingerichteten Twitter-Account The White Rabbit mit 17, denn Q ist der 17. Buchstabe des Alphabets. Über diesen Twitter-Account wurde das Frageprinzip der Q-Drops in Form von Texttafeln vereinheitlicht und nach außen weitergereicht. Ab dem 8.11.2017 wurden so innerhalb von 10 Tagen ungefähr 100.000 Tweets mit dem Hashtag FollowTheWhiteRabbit abgesetzt. Von zum Teil sehr speziellen Account-Clustern. Von Anfang an wurde dabei auch ein zentrales Motiv mitverbreitet, das neben dem tief eingeschriebenen Antisemitismus die vielleicht beunruhigendste politische Botschaft von Q ist. Die Sehnsucht nach und das Versprechen von Militärtribunalen als Mittel der Säuberung des korrupten Establishments, also das Versprechen eines Putsches. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Verwendung des Hashtags auf 4chan seit 2012 nachzuvollziehen. Wir sehen hier, was die aktivistische Bespielung der Phrase Follow the White Rabbit im Vergleich zu ihrer vorherigen Nutzung in Gesprächen auf 4chan ausmacht. Das ist dieser Peak da hinten. Das zeigt auch die Vereinnahmungslust, den Appetit des Q-Komplexes, seine Gefräßigkeit.
Q hatte bereits in diversen Posts die Phrase Alice und Wonderland als vermeintlichen Code für Hillary Clinton und Saudi-Arabien benutzt und nun wurde das Rabbit Hole Motiv mit der Hashtag-Kampagne Follow the White Rabbit endgültig von QAnon besetzt. Dabei fraß die Q-Community alles Hasenbezogene, was ihr unterkam. Der Künstler Alex Podesta zum Beispiel, über dessen Hasenskulpturen jemand im Netz stolperte, wurde kurzerhand zum Verwandten der Lobbyisten Tony und John erklärt, der er nicht ist. Und mit dieser Verbindung zu Pizzagate der White Rabbit zum sinistren Beweis für all das Böse, das man halt den Gegnern unterstellen wollte. Andererseits war der weiße Hase seit Jahren ein Motiv in der US-Neonazi-Szene, weil er halt weiß war. Das White Rabbit Radio des einflussreichen White Supremacy-Aktivisten Tim Murdoch wurde von diesem beworben als ein diskursives Game that will teach you practical politics. Und natürlich kannte die Nazi-Fraktion auf Poll dieses Spiel. Und wenn Q irgendetwas war, dann genau solch ein Game auf Drogen. Hase böse, Hase gut, Hase ich, Hase du. Im Sturz durchs Kaninchenloch ist die Logik von Zeichen relativ unerheblich. Wichtig ist, dass sie existieren, sich vervielfältigen lassen und zu Waffen werden können, indem man sie so zusammensetzt, wie man sie gerade brauchen kann. Zum Meme-Magic. Das erklärt, weswegen so gut wie nichts an QAnon inhaltlich neu ist. Seine Innovation liegt in der Mischung und Umdeutung, in der Verschmelzung und der Mimifizierung des Bekannten. So ähnlich wie auch die Politik von Donald Trump funktioniert. User von 4chan begannen zu diesem Zweck damit, sich selbst als Figuren des Spiels zu begreifen, die Rolle des weißen Kaninchens anzunehmen. Sie alleine würden aus den Brotkrumen Qs im finsteren Verschwörungswald jenen Kuchen backen, mit dem sie den Rest der Welt ins Reich der Erleuchtung locken würden. The lie is a cake. Schon einige Tage vor der White Rabbit-Kampagne erschien das erste Q-Analyse-Video auf YouTube und bescherte seiner Produzentin Tracy Beans in Folge ein kräftiges Wachstum und eine Position im inneren Zirkel der QAnon-Evangelistinnen. Kurz vor Jahresende kontaktierten Vertreter der QAnon-Community, die mittlerweile auf 8chan gewechselt war, lange Story, kontaktierten Tracy und alle beschlossen, in einem YouTube-Livestream auf ihrem Kanal gemeinsam in Zukunft Q-Inhalte gezielt in das Internet jenseits der Chan-Ökologie verbreiten zu wollen. Sie nannten das Pink-Pilling, also eine weich gezeichnete und leichter verdaulichere Propaganda für all jene, die von der Kultur und Struktur anonymer Imageboards abgeschreckt wären. Und der erste Schritt zur Erreichung dieser Zielgruppen war die Einrichtung eines Subreddits, Calm Before the Storm. Und dann, zu Beginn des Jahres 2018, setzte der Siegeszug von QAnon im Netz ein. Von QAnon-Blogs und Truther-Homepages über patriotische Nachrichtenseiten, Foren, Menschen aus Nigeria für Videospiele, für vegane Ernährung, Kanäle reichweitenstarker InfluencerInnen oder erfolgloser Musiker, die anfingen auf Klicks durch radikalen politischen Content zu setzen, christliche Netzwerke und immer wieder Twitter. 2018 führte das Time Magazine Q unter den 25 einflussreichsten Personen im Internet auf. Schon im April hatte die erste QAnon-Demonstration in der Real World mit 200 Menschen in Washington D.C. stattgefunden. Parallel dazu begannen die Versuche, die Verbreitung des neuen Verschwörungsphänomens einzudämmen. Im März sperrte Reddit Calm Before the Storm, im September den Great Awakening Subreddit. Apple warf im Juli 2018 die beliebteste iOS-App in der Entertainment-Sparte aus dem eigenen Store, mit der man sich die neuesten Posts von QAnon direkt auf das Smartphone schicken lassen konnte. 2019 schaffte es eins von mehreren Q-Büchern bis auf Platz 2 der US-Amazon-Bestsellerliste. Im Sommer des gleichen Jahres schwörten mehrere US-Politiker und Influencer in den sozialen Medien unter dem Hashtag Take the Oath einen Schwur auf QAnon.
Und nach der Stilllegung von 8chan, nach den Terroranschlägen von 2019, erschien Betreiber Jim Watkins vor dem US-Kongress mit einem Q-Pin am Revers. Und dann kam 2020 und die Proteste gegen die Eindämmungsmaßnahmen, die neue internationale Zielgruppen erschlossen und miteinander kurzschlossen. Q Moms, Pastel Q, 88 Millionen Views für Pizzagate auf TikTok. Mittlerweile hatten wir viel Berichterstattung darüber. Auch hier, weil Deutschland das Land mit der größten nicht englischsprachigen Q-Community weltweit geworden ist. Wie QAnon sich im deutschsprachigen Bereich mit den Corona-Protesten verzahnte, werden wahrscheinlich Räuberhose und Katascha nachher in ihrem Vortrag über den deutschen Kaninchenbau erzählen, sodass ich darüber jetzt hier gar nicht weiter reden möchte. Um in der Perspektive dieses Vortrags hier zu bleiben, QAnon ist nicht nur ein viel zu erfolgreicher Meta-Verschwörungsmythos und ein lukratives Geschäftsfeld für eine beachtliche Menge von Griftern, B-Promis, Reichsbürgern und SchlangenölverkäuferInnen geworden. Es ist wahrscheinlich auch das am besten dokumentierte Alternate-Reality-Game in der Geschichte. Es gibt diverse Homepages, die Q-Posts archivieren und öffentlich zugänglich machen. Absurde Karten, detaillierte Bücher, Warrooms, in denen Ressourcen, Memes und Baker koordiniert werden, unzählige Beweise für Trumps Unterstützung von Q und eine Art astrologische Uhr, auf der Q-Drops, Trump-Tweets und ihre sekundengenauen Uhrzeiten in Relation gebracht werden können. Und natürlich stellt sich bei all diesem realitätsbiegenden Inferno die Frage, wer zur Hölle ist dafür verantwortlich? Wer postet als Q? Und an dieser Stelle muss ich leider enttäuschen, denn der Versuch, diese Frage zu beantworten, würde zum gegenwärtigen Zeitpunkt einen ganzen Clusterfuck von Rabbit Holes ins Gemisch bringen. Zu anonymen Claims über frühe AutorInnenschaften, interne Streitigkeiten unter den Bakern und in der Truther-Community, Löcher zu mehreren möglichen unfreundlichen Übernahmen des Q-Accounts und den Weg von 4chan zu 8chan und 8kun, zu gehackten Tripcodes, zu Yoga- und Füllfederhaltern, zu Geschäftemacherei im Q-Komplex, dem dunklen Discordianismus in der feindlichen Kooptierung von Cicada 3301 und QAnon, Löcher zur Q-Group in der NSA, die für die Gegenaufklärung von realem Whistleblowing und die Verfolgung von Menschen wie Edward Snowden, Chelsea Manning oder Reality Winner zuständig ist, die tatsächlich ihre Existenz riskieren für das, was wir früher mal Wahrheit genannt haben. Zu ambivalenten Kunstwerken, zu Star Trek, Luther Blissetts Q-Roman und Project Mayhem, zu Kryptos-Statue im Innenhof des CIA-Hauptquartiers, deren immer noch nicht vollständig entschlüsselte Cypher-Texte eigentümliche Qs aufweisen. Wer sich wirklich gut verlieren will, kann dies mit der Frage nach den Hintermännern oder Hinterfrauen von Q tun und damit letztlich Teil des Spiels werden. Just follow the right white rabbit. I wonder what Trump's game is this time. Trump's got a new game. Trump's got a new deal. What's your game, Donald? Trump has a new game. What is it? Is it a game? A new convention. Mr. Trump. Is it a convention? What's our game? Mr. Trump, please. My new game is Trump, the game. Die Sache ist, nichts lässt sich momentan mit Gewissheit über die Hinterleute von QAnon sagen. Es gibt nur mehr oder weniger fundierte Spekulationen, auch wenn diese gelegentlich mit ähnlicher Überzeugtheit vorgetragen werden wie die Behauptungen der Q-Gläubigen. Stattdessen könnte ich mit ein paar allgemeinen Ideen zum Charakter des Games enden oder wir könnten einfach direkt in die Fragerunde gehen, weil die Zeit mir sagt, dass dafür eigentlich jetzt gute Gelegenheit wäre, oder? Ist das richtig? Ja. Machen wir das? Okay. Hallo. Dann bin ich jetzt wieder da und habe auch einige Fragen, mitgebracht. Danke schon mal erstmal für den tollen Vortrag. Ich saß da ganz gebannt, wie wahrscheinlich die meisten zu Hause vor ihren Bildschirmen auch. Auf jeden Fall schon mal eine Frage, wie ist es denn dazu gekommen, dass du da so tief eingetaucht bist und wie gehst du damit um und gibt es denn auch einen Weg zurück? Der Weg zurück.
Wie ist es dazu gekommen? Rabbit Holes. Natürlich. Also es ist ja nicht so, dass das quasi nur das Spiel der einen Seite wäre. Ich habe irgendwie eine Woche lang verbracht in so ganz unangenehmen Bereichen, wo sich so Leute, also ich will gar nicht anfangen davon zu erzählen, aber es war eine Mischung aus einer Bitte, ein bisschen Inhalt zu produzieren. Ich werde aus dem Vortrag, den ich jetzt hier getestet habe, auch noch ein Video machen, das wahrscheinlich im Januar erscheinen wird, dann vielleicht auch noch um die Teile ergänzt, die ich jetzt rausgelassen habe und dann auf jugendschutz.net erscheint. Aber dass ich jetzt mir Q vorknöpfe, habe ich mir tatsächlich selber ausgesucht, weil ich dachte, okay, das ist spannend. Ich wusste aber nicht, wie viel Zeit ich damit verbringen würde. Ja, es ist ein bisschen unangenehm, es ist natürlich faszinierend, also diese Faszination ist das, was ich jetzt ein bisschen mitvermitteln wollte. Du vergräbst dich da so rein und das ist ja genau das, was dieses Spiel am Laufen hält. Und in der Recherche darüber, wie es funktioniert, was die Geschichte ist, kann ich das dann auch ein bisschen besser nachvollziehen. Aber ich komme auch wieder raus, weil ich leben will ich da nicht. Moment, Info für die Aufnahme. Wir zeichnen das jetzt gerade noch auf, es läuft aber nicht mehr im Netz. Warum? Okay. Das Spiel ist offline, das ist aber nicht unser Problem, sondern wieder... Einfach weitermachen, oder? Mach weiter. Ich mache einfach weiter, sorry. okay, dann noch die Frage, auch ein bisschen darauf, weil du eben meintest, ne? Also du kommst aber da raus, du, Gott sei Dank, aber siehst du denn eine Chance, wenn eben die Leute, die da reinrutschen und die ja auch in großer Zahl vermutlich nicht verstehen, dass sie da spielen, siehst du eine Chance, die wieder zurückzuholen oder denen irgendwie klar, das ist ja eine ganz häufige Frage, gerade wenn es um so Verschwörungssachen geht, gibt es eine Möglichkeit, die Leute da wieder raus zu befreien und die wieder in die Realität zu holen? Unsere Realität. Es gibt Leute, die sich besser damit auskennen als ich. Weil das sind Fragen, die Sektenberatungsstellen mit betreffen, die Suchtfragen betreffen, die psychologische Sachen sind. Pierre Lamberti hat dazu geschrieben und so weiter. Und der allgemeine Tenor, den ich mitbekommen habe, ja, natürlich kommt man wieder raus. Es ist wie bei den meisten Fällen von suchtähnlichen Strukturen oder auch von sektenähnlichen Strukturen, in denen du landest, du musst das irgendwann halt wollen. Und auch wie in anderen Zusammenhängen, je näher du jemandem bist, der verloren geht, desto besser ist es, nicht zu schnell den Kontakt abzubrechen und die Leute alleine zu lassen. Auch wenn es saumäßig anstrengend ist. Weil jede Kontaktperson, die nicht irgendeine verrückte Recherche-Community von QAnon ist, einen Weg zurück in die Normalität oder in die Realität bedeuten kann. Ja, eine andere Frage ist es immer dann, wenn man öffentliche Diskussionen hat, wie man dann damit umgeht. Und diese beiden Sachen zu separieren, wie hält man es auf der persönlichen Ebene aus und wie lange und wie viel Geduld kann man da aufbringen und wie sehr muss man den ideologischen Inhalten auf der öffentlichen Ebene widersprechen. Das kann man beides, glaube ich, teilweise unabhängig voneinander bearbeiten. Aber natürlich, ja, niemand ist verloren. Aber manche Leute wollen natürlich verloren gehen. Und diejenigen, die ideologisch arbeiten, die sind vielleicht nicht verloren gegangen, sondern die machen das mit Absicht. Entweder, weil sie sich politisch was davon versprechen oder in vielen Fällen auch einfach Geld oder Macht. Ah, das ist super, weil das beantwortet auch schon eine der nächsten Fragen. Genau, was du wohl denkst, was eben so prominente UnterstützerInnen, also eben zum Beispiel Trump, ich habe auch gelesen, Roseanne Barr ist wohl auch ganz groß da dabei. Ob die wohl wissen, dass gespielt wird und das eben einfach für sich nutzen, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, ne, dass da die Themen eben Geld, Macht sein können. Wieso deine Einschätzung dazu ist, ob die wirklich daran glauben? Ich finde es ist immer ein bisschen müßig, Annahmen darüber anzustellen, was andere Leute denken oder glauben oder sowas, weil man weiß es halt einfach nicht. Ne? Ich würde sagen, Leute, die irgendwie prominent sind, sich also in der Öffentlichkeit bewegen mit einer öffentlichen Persona, die wissen natürlich, was auch öffentliches Spiel bedeutet und was Arbeit mit Aufmerksamkeit bedeutet. Und ich fand das im Fall von Xavier Naidoo interessant, weil der relativ früh darüber gegangen ist. Und ich dachte so, was ist sein Kalkül? Also was ist die Mischung aus persönlicher Betroffenheit, von dem eigenen Glauben, von
political inclination oder sowas und auch dem Wissen darüber, dass er jetzt zum Beispiel mit einer neuen Platte, die rausbringt, einfach mal versucht, die Werbung komplett abzukoppeln und die Publikation von den herkömmlichen Vertriebsmedien, sondern zu sagen, wir haben möglicherweise jetzt einen alternativen Markt mit alternativer Politik und einer alternativen Realität, der tatsächlich auch ökonomisch funktionieren könnte. Aufmerksamkeitsökonomisch und auch finanziell. Das ist eine beunruhigende Vorstellung und ich glaube, an dem Punkt sind die meisten noch nicht, die immer noch denken, ja gut, der klingt sich jetzt aus und jetzt ist er komplett unten durch und kann nicht mehr existieren, aber vielleicht ist das nicht so. Vielleicht sind diejenigen, die wir jetzt sehen, die versuchen da auch ihren Schnitt zu machen, Pioniere für eine sehr viel fragmentiertere und zerklüftete multiple Realität, auch politisch, in der Businesses noch ganz anders laufen, auch Entertainment anders läuft. Okay. Gibt es denn aktuell irgendwelche koordinierten Aktivitäten oder Institutionen, die sich mit den beschriebenen Dynamiken genauer befassen? Also gibt es da zum Beispiel aktive Forschungs- oder Handlungsansätze, wie damit umzugehen ist? Weißt du das? Es ist vor kurzem der Bericht erschienen, dessen Name mir nicht einfällt, weil ich bin gerade nur bei Hope Not Hate, aber es ist irgendwas mit D-Hate oder irgendwie. Es gibt einen ausführlichen Bericht, kann ich irgendwie nochmal auf Twitter suchen und posten. Ich bin leider zu müde, um mich jetzt gerade zu erinnern, der speziell zu QAnon veröffentlicht wurde und die deutsche Situation ein bisschen mehr anschaut. Natürlich gibt es antifaschistische Aufklärung relativ viel. Im englischen Bereich ist man immer noch ein bisschen weiter, weil da einfach, also vor allen Dingen in den USA, das Phänomen halt viel früher wirksam geworden ist. Ich habe aber das Gefühl, sehr viel so Recherche gerade in die Hintergründe ist tatsächlich immer noch von Einzelpersonen gemacht. Und Jim Stewartson ist jemand, der in den USA da viel geschrieben hat, auch zu diesen ganzen Beziehungen zu Alternate Reality Games. Und man merkt dann auch immer, wie so die Leute selber halt auch so krass abtauchen in diese Recherche. Und ich weiß von nichts, was das jetzt akademisch auf eine irgendwie sauberere Basis stellen würde und ob das überhaupt geht. Okay, kennst du, das passt dann auch dazu, die Frage kam, kennst du Arturo Tafoyowski bzw. Lestat von Cicada und die Forschung zu FBI, Anon, QAnon und so weiter? Und was hältst du davon, falls du das kennst? Also das ist zum Teil der Teil, den ich rausgekickt habe hier, dieses ganze Cicada Rabbit Hole, weil das ist auch das Böseste. Also da bin ich am weitesten abgestürzt in der Recherche zu, weil es ist mir bekannt, es ist extrem schwer durchzusehen. Da sind Leute, die seitenlange, ewige, detaillierteste Recherche machen mit Leaks und du hast eine relativ kleine Gruppe von so, ich würde sagen, darken Hardcore-Discordianern, die einfach einen kompletten Mindfuck abziehen, die rückwirkend versuchen, so quasi Ownership zu ergreifen von Cicada, von QAnon. Da wird quasi Geschichte gefälscht, Leute kämpfen gegeneinander, du weißt aber nicht, sind das jetzt LARPs, streiten die sich wirklich oder tun die nur so, als ob, es ist komplett undurchsichtig und krass. Ist auch hat einen krassen Entertainment-Faktor auch, aber da jetzt hineinzugehen und das irgendwie zu verarbeiten für was so tut, als wäre es seriöse Erkenntnis, ist enorm schwierig. Aber ja, also wer sich es wirklich hart geben will, der kann da mal reinschauen. Okay. Würde ich sagen. Danke dir. Es sind noch ganz schön viele Fragen offen, wir haben aber gar nicht mehr so viel Zeit. Zwei Minuten. Dann hebe ich die am meisten gestellte Frage noch, schiebe ich die noch um eins und dann bekommst du die ganz zum Schluss. Wie lange hast du denn jetzt damit Zeit verbracht insgesamt? Also wie lange recherchierst du schon darüber? Wie zeitaufwendig ist das für dich? Mit dem Anfang der Hygienedemonstration Ende März, April hier in Berlin bin ich in so ein bisschen in die Beobachtung von diesen ganzen Corona-Sachen abgetaucht. Da werden wir ja heute auch noch mal mehr von hören. Und da
meldete sich relativ schnell auch QAnon. Da war ich vorher schon mal immer dran vorbeigekommen, weil es ja auch vorher schon ein Thema war. Aber naja, gut, spätestens mit diesem Reichstagssturm und alles sowas und der Art und Weise, wie das in den Telegram-Gruppen dann so zirkuliert wurde, war klar, dass das eine einflussreichere Sache ist. Und was mich am längsten eigentlich beschäftigt hat, war diese Verbindung von so den reichsbürgerlichen Bereichen, dieser ganzen Corona-Leugner-Szene und den Nazis und den, ich würde mal sagen, eher esoterischen und Wellness-Szenen. Das hatte noch gar nicht direkt was mit QAnon zu tun, aber QAnon hat was ganz Ähnliches gemacht und passt da auch sehr gut rein. Und das war das, was mich am Anfang am meisten fasziniert hat. Gar nicht so der harte Kern und die Geschichte. Das, was ich jetzt hier erzählt habe, ist tatsächlich das Ergebnis meines eigenen Interesses, jetzt für den Vortrag hier mal ein paar Wochen lang genauer reinzugucken und das alles zusammenzusammeln. Es hat viel länger gedauert, als ich dachte, und mich mal darüber zu informieren. Und ich habe bei der Gelegenheit wahnsinnig viel über, keine Ahnung, über 4chan gelernt auch, ne? Weil da der Großteil sich abspielte. Also es ist eine gute Gelegenheit, ein Gefühl für die Kultur da zu kriegen, wenn man halt nicht so viel rumhängt. Aber es dauert eine Weile. Okay. Also es dauert vor allen Dingen, das dann zu sortieren und irgendwie zu versuchen, eine Geschichte draus zu machen. Ich weiß auch nicht, ob mir das wirklich gut gelungen ist. Weil das halt Feedback ist ja. So viel, es ist halt so viel Krempel, ne? Also das Feedback ist auf jeden Fall sehr, sehr guter Vortrag geworden und vielen Dank. Kann ich noch eine letzte Frage stellen? Eine letzte noch, weil die kam echt oft und die habe ich auch selber. und zwar genau, was denkst du denn, wie es jetzt weitergeht, wenn Donald Trump tatsächlich weg ist? Wird dann das Spiel aufhören? Wird es auf ein neues Level gehen? Wird es eine andere Spielumgebung geben? Hast du irgendeine Einschätzung aufgrund deines Wissens über diese Szene? Also diese Trump-Geschichte ist ja jetzt noch nicht vorbei. Also das ist vielleicht der beunruhigendste Teil, dass es im Grunde dann eine fanatische Gefolgschaft erzeugt wurde, ganz, ganz gezielt, die einen Militärputsch und so eine Übernahme, wie sie ja auch immer wieder diskutiert wurde jetzt als Gefahr die ganze Zeit, sehr begrüßen würde. Das finde ich ziemlich irre. Dann gibt es diese Bestrebungen von Trump jetzt sozusagen so zum World Leader zu werden, also diese Bewegung auch zu nutzen, um darauf weiterzufahren. Insofern ist die Frage, was er politisch noch vorhat. Selbst wenn der jetzt in der Versenkung verschwindet, glaube ich, dass einerseits diese Konstruktion selber, also dieses gefräßige Recherchespiel, was jede blöde verschwörungsmythische Quark-Ideologie vereinnahmen kann, durchaus überlebensfähig ist. Die Frage ist, wie gut der Hope-Porn funktioniert. Das sind ja so zwei Sachen, Fear-Porn, Hope-Porn, die sich immer so die Hand reichen. Ne? Einerseits Angst vorm Untergang und andererseits es gibt den Plan und jemand wird uns retten. Wenn diese Erlöserfigur jetzt fehlt, braucht es wahrscheinlich eine neue. Da die ja aber sowieso total fiktiv ist, auch dieser Trump, der da angebetet wird, ist ja komplett irreal, ist das vielleicht gar nicht so schwer. Und der andere Bereich ist, dass all jene, die gezielt ideologisch arbeiten in diesem QAnon-Komplex, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt haben über so eine Arbeit. Also wie man Realität abfacken kann, wie man Leute motiviert zusammenhält, wie man dieses Crowdsourcing betreibt, was quasi allen, so dem guten alten demokratischen Diskurs, den es vielleicht schon eine Weile nicht mehr so in der guten Form gibt, wie man ihn sich mal vorgestellt hat, vielleicht gab es ihn ja auch nie wirklich so, total den Boden unter den Füßen wegzieht. Und mit der Fähigkeit, ich glaube, die Russen haben das schon ein bisschen früher ausprobiert und das ist halt jetzt massiv in der westlichen Welt angekommen. Und das wird uns auf jeden Fall weiter begleiten. Das geht nicht wieder weg. Okay. Ja, vielen, vielen Dank.